Hallo, ihr lieben Wollliebhaberinnen und Liebhaber. Willkommen zum Siavo Studio Buzz Podcast, Episode 53. Hier geht's, wie gesagt, um Wolliges und mein Name ist Doug und ich grüße euch hier von Albuquerque in der wunderschönen Wüste von New Mexico in Amerika. Ja, hey, was gibt's Neues? Ich hoffe, ihr seid alle gesund, so wie wir auch hier, und genießt es oder genießt den Luxus, euch mal so richtig schön viel mit eurer Wolle zu beschäftigen. Und also das heißt mit dem, was uns allen so richtig viel Spaß macht. Ich fange mal gleich auch an, euch etwas zu zeigen, was ich in der Zwischenzeit fertig gemacht habe. Ihr werdet sagen, jetzt ist sie völlig durchgeknallt. Die hat in der Woche so ein Ding rausgehauen. Nein, habe ich nicht. Ich habe mir aber einfach, ja, ich habe mal mich mit etwas befasst, was schon seit ewigen Zeiten in meinem Schrank liegt und auf Fertigstellung wartet. Und vielleicht erinnern sich auch einige noch an dieses Teil. Das habe ich nämlich vor circa 1,5 Jahren gestrickt, vielleicht auch länger, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber ja, ich finde, die Farbe ist einfach unheimlich einprägsam, ist so wunderschön, dieses tolle Grün. Und die Geschichte ist die, ihr sagt, warum hast du das nicht fertig gemacht, das ist doch so toll, ist es auch. Was damals passiert ist, war Folgendes: Ich habe mir die Wolle hierfür in Alzenau in Unterfranken bei Lana Grossa gekauft. Da shoppe ich eigentlich jedes Jahr, wenn ich meine Familie besuche im Sommer. Und ja, die Wolle war irgendwie total toll. Ich habe mich richtig in diese Farbe verliebt. Und zwar ist das die, warum das 100% Seta heißt, habe ich überhaupt keine Ahnung, denn das ist ein Garn, was zu 50% aus Seide und zu 50% aus Baumwolle besteht. Ich weiß gar nicht, ob da drauf steht, wie das eingestuft ist, DK oder was? Nee, es muss also dicker sein, weil da wird sogar eine Nadelstärke 5 bis 6 empfohlen. Ich habe da das aber völlig anders gemacht. Ich erzähle euch mal die ganze Geschichte. Und dann ziehe ich einen warmen Pullover an, weil wie immer sitze ich vor meinem offenen Garagentor in meinem Färbestudio hier draußen, damit ich meine Ruhe habe von meiner Familie. Ich habe die alle sehr, sehr lieb, aber nicht, wenn ich Podcast aufnehme. Also. Und es ist kalt heute. Deshalb habe ich euch gerade von meiner Familie mal hier so einen intellektuellen Schwenker gemacht, ne? Quasi. Also, zurück zu diesem wunderschönen Teil. Ich habe mir damals, glaube ich, ja, die empfohlene Menge gekauft für ein kurzärmeliges Jäckchen. Jetzt zeige ich euch mal den Schnitt davon und stehe mal eben auf. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen. Ich bleibe so ein bisschen in den Knien. So, und ihr wisst auch gleich, wo das Problem anfängt, wenn ich meinen Arm zur Seite strecke. Dieses kurzärmliche Jäckchen hat natürlich eine totale Erweiterung gehabt durch diese Fledermausärmel. Das heißt, ich bin mit meiner Wolle nicht hingekommen. Natürlich habe ich auch relativ schnell gemerkt, habe mir dann den Knäuel nachgekauft und habe das Teil dann in den Schrank gelegt. Aber zurück zum Anfang davon. Ich habe mir damals in einer alten Stricktrends-Zeitschrift, also die wirklich schon richtig älter ist, habe ich mir
da war so eine Art, so ein lockeres Sommertop mit diesem wunderschönen Muster. Und mir gefiel das Muster so toll. Ich bin mir jetzt nicht mal mehr sicher, ob das auch in dieser Nadelstärke gestrickt war und welche Wolle verwendet wurde. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das dann völlig verändert, habe aber dieses Muster verwendet. Und zwar habe ich es ja auch zu einer Jacke gemacht. Und als ich dann das Hinterteil gestrickt hatte und gemerkt habe, oh Mann, du kommst ja überhaupt nicht hin mit deiner Wolle, habe ich dann vorne gedacht, oh, dann machst du einfach einen tieferen Ausschnitt, macht ja nichts, hier ist eh immer heiß. Und dann hast du so ein Jäckchen für über ein schönes Kleid mit Spaghetti-Trägern oder wie auch immer, so ein Sommertop. Okay, alles gut. Natürlich war es dann so, dass trotzdem die Wolle überhaupt nicht gereicht hat. Und zwar erzähle ich euch mal, inwiefern. Ich habe die Ärmel, man nimmt die hier, also das war so mein Ding. Ich habe mir das ausgedacht. Ich glaube, der hatte zwar im Original auch angeschnittene Ärmel, diese Tunika oder was auch immer das war, aber nicht ganz so weit wie ich die, nicht ganz so lang wie ich das hier gemacht habe. Und ich habe die also bis hierhin zum Ellbogen gemacht. Habe dann vorne, wie gesagt, diesen echt extrem tiefen Ausschnitt gearbeitet und dann hatte ich trotzdem, ich hatte weder die Wolle für ein Bündchen an den Ärmeln, noch hatte ich die Wolle, um den Ausschnitt, genug Wolle, um den Ausschnitt so zu beenden, dass hier das nicht so aussah, als ob ich hier irgendwie völlig ohne, ja, whatever. Ihr wisst schon, also ich wollte der Ausschnitt war mir einfach dann zu weit. Ich hatte mir dann diese wunderschönen hölzernen Knöpfe bestellt bei einem Etsy-Verkäufer und hatte schon zu dem Zeitpunkt beschlossen, okay, ich mache mit einem zusätzlichen Knäuel diese Ärmelbündchen dran und mache dann den Ausschnitt eben doppelt so breit, dieses Bündchen. Und dann kommt hier eben der zweite Knopf hin. Und genauso habe ich das dann jetzt endlich gemacht. Nach über einem Jahr, vielleicht 1,5 Jahren, keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob meine Mutter mir damals zu Weihnachten dann den Knäuel mitgebracht hat. Letztes Jahr war das auch nicht. Also schon richtig, richtig lange her. Zum Glück hat meine Sekretärin gut die Buchführung gemacht und hat ein Zettelchen dran gemacht. Da hing dann auch mit einem Faden zusammen der neue Knopf und da stand dann drauf, wahrscheinlich Nadelstärke sowieso fürs Bündchen verwendet. Also letztendlich glaube ich, dass ich den Hauptstoff mit 4,5er Nadeln gestrickt habe. Und das Bündchen mit vierer Nadeln, so habe ich das zumindest hier gemacht. Das sind vierer Nadeln. Hier am Ausschnitt habe ich aber schon gemerkt, das ist so schwer durch diese Seide und die Baumwolle. Deshalb wusste ich schon, hey, ich muss da mir irgendwas einfallen lassen und muss das ein bisschen zusammenhalten, auch einfach, weil ich nicht wollte, dass dieser Ausschnitt sich so auslabbert und ausdehnt. Und habe dann den Rest des Bündchens mit 3,5er Nadeln gestrickt und dieses Knopfloch eben eingearbeitet. Das zweite. Man sieht, hier so ein kleines bisschen einen Rand, da wo das Bündchen vorher geendet hat. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich da noch die Wolle verwendet habe, die ja schon verstrickt gewesen war. Also eine kräuselige Wolle.
Ich habe jetzt also nicht mal, ich habe nicht mal gedacht, oh, ich muss das jetzt blocken oder nass machen oder wie auch immer. Ich finde, das fällt kaum auf, nur wenn man ganz, ganz, ganz genau hinguckt. Könnt ihr sehen? So wirklich in der Mitte von dem Bündchen, ja. Also ich bin jetzt total begeistert. Ich liebe diese Wolle immer noch, vor allen Dingen diese Farbe. Und ich habe jetzt noch nicht in meiner Garderobe so rumgewühlt, was ich so wirklich so dazu anziehen kann oder wozu ich es anziehen kann, andersrum. Und denn man kann ja zum Beispiel keine, ich glaube, jede Bluse würde blöd aussehen, könnte ich mir denken. Aber muss ich mal gucken, über ein Kleid oder irgendwas. Keine Ahnung. Jetzt habe ich halt einfach nur so einen Tanktop an mit so Spaghetti-Träger. Entschuldigung, bin schon wieder müde. Bin wieder müde, so wie oft dieser Tage. Wenn ich dann morgens irgendwie um 7 oder so wach werde, dann bin ich wach. Das hat einfach mit unserer derzeitigen Situation zu tun, da fängt der Kopf an zu rattern und damit verließen sie ihn dann. So, jetzt habe ich euch auf jeden Fall schon mal von meinem tollen FO erzählt und wenn es mir jetzt wirklich kalt wird bald, dann habe ich auch einen Pullover mitgebracht. Wo ist er denn? Weggeflogen. Habe ich den Pullover doch nicht dabei. Okay. Also, wenn es mir kalt wird, dann hole ich mir meinen Pullover, der irgendwo da drin schon parat liegt. Womit mache ich weiter? Ja, ich schaue im Moment total viele Podcasts. Danke an alle Podcaster da draußen, die uns irgendwie unterhalten. Und ja, man sieht dann auch so manche Sachen und denkt, oh, das möchte ich auch anschlagen, oh, das möchte ich auch machen. Bei mir war es aber was anderes, was beim letzten Mal hier mich so richtig angeturnt hat. Und zwar habe ich euch ja schon erzählt mit den Socken, die ich anschlagen will. Ich habe also die Abi-Socken für meine Tochter immer noch nicht angeschlagen, aber ich habe, na komm mal hier raus, in der Tat die Socken, oh Mann, hier ist der völlige Wirrwarr mit Wolle. Oh meine Güte, alles vertüdelt. Hey, ei, ei. Okay, Moment mal gerade. Jetzt bloß nicht falsch rum den Faden verschränken. Ich habe in der Tat ein paar Socken angefangen für meinen Sohn, der überhaupt keine Socken braucht, weil er sie kaum anzieht, nur daheim. Aber was soll's. Der ist auch im Moment übrigens jetzt doch wieder, weil die Uni online angefangen hat, ist er doch wieder in seine Behausung zurückgezogen und kommt immer mal zum Essen zu uns. Hat aber sonst keinerlei soziale Kontakte, außer mit seiner Freundin. Und ja, das Klammer zu, das nur am Rande. Jo, und der kriegt diese schönen Socken. Oh, ich habe echt voll im Anstrickmahn. Ich hatte echt so richtig Lust, alle diese neuen Socken so als Shorty-Socks zu strecken. Ich mache ja wirklich so gut wie immer Vanillesocken. Also ganz schlicht und einfach, so wie ich es von meiner Oma gelernt habe. 4x16 Maschen, 2,5er Nadeln. Dann, nur meine Oma, die hat also immer nur ein geripptes Bein gemacht. Ich mache das nicht. Ich mache also, wenn ich ein längeres Bein mache, mache ich Bündchen und dann glatt rechts, weil ich zu faul bin, zu viel zwei rechts, zwei links zu machen. In dem Fall mache ich das aber. Ich mache wieder eine wahllose Zahl, die mir gefallen hat. 22 Runden von diesen zwei rechts, zwei links. Und dann habe ich den Fuß angefangen. Und diese Wolle gefällt mir total gut. Die gefällt auch ihm. Und ja, mir macht es Spaß. Dann, ich glaube, mir macht es mehr Spaß, als es für ihn eine Vorfreude ist auf die Socken. Und meine Tochter ist echt genauso. Die haben alle beide natürlich von ihrer Oma total viele Socken. Und
brauchen die nicht wirklich, tragen sie selten, aber was soll's, man muss ein bisschen Liebe an die Familie verstricken im Moment. Ich hatte euch gezeigt, ich habe diesen Self-Striping Jinx Yarn, wo das Label ist, weiß ich jetzt nicht. Die liebe Frau färbt nicht mehr, leider. Nee, finde ich jetzt gerade nicht. Aber, oh Leute, ich bin so begeistert von dieser Wolle. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich habe mal irgendwann was mitgekriegt, dass sie so eine bestimmte Technik hat, wo sie das alles so ein bisschen nochmal entweder überfärbt mit dem Grau oder so. Aber wirklich, das glaube ich aber auch nicht, dass das ist. Ich finde es einfach so schön verwaschen. Also Streifen sind es zwar, aber so insgesamt so verwaschen. Das gefällt mir wirklich super, super gut. Macht richtig viel Spaß. Gleiches Rezept, 22 Reihen Bündchen, Verse angefangen und dann ein kleines Stück den Zwickel gestrickt und dann... Ah, irgendjemand hat mir mal gesagt, ich stricke wohl die Herzchenferse. Ist das die Herzchenferse? Ja, ne? Ja. Also Zwickel gestrickt, dann noch ein kleines Stückchen weiter. Sorry, Kabel. Mal gerade gucken, nicht, dass ich mein Kabel aufgezogen habe. Ich habe auch irgendwie gedacht, dass ich, vielleicht bleibt ja genug übrig, dass ich mir welche machen kann. Und es ist dann, sind dann Mama-Kind-Socken. Obwohl meine Kinder nicht, also mein Sohn hat große Füße, größer als mein Mann sogar. Und meine Tochter, die hat, glaube ich, mittlerweile 38, also eine Größe kleiner als ich. Dann, man fängt Socken für die Kinder an, dann muss man natürlich auch Socken für sich selbst stricken. Und muss sie anfangen. Sofort. Ich habe mir in dem Fall ein paar Socken geschnappt, eine Sockenwolle geschnappt, die ich vor langer Zeit, nämlich vor genau einem Jahr, in einem Adventskalender geschenkt bekommen habe, um mir mit dieser Freundin Schwestern-Socken zu stricken. In dem Adventskalender war auch diese süße Tasche. Und das lag dann ein Jahr lang rum mit vorbereiteter Wolle für die Bündchen, wo ich gedacht habe, oh, das erinnert mich an Weihnachten, Adventskalender, suchst du mal einfarbige Glitzerwolle. Ihr seht schon, der eine Knäuel ist kleiner, weil ich den hier schon jetzt einen guten Teil verstrickt habe. Und hier ist die Wolle und ihr denkt, was guckt denn da oben raus? Ist das nicht süß? Da hat sie mir so ein klitzekleines Schaf in den Knäuel gepackt. Ich finde es so genial. Und so sieht die Wolle verstrickt aus. Ich habe das Gefühl, sie hat mir damals gesagt, was es ist, aber ich habe es vergessen oder habe das Etikett verloren. Keine Ahnung, sorry. Also graues Bündchen, ungefähr 22 Reihen. Also ich habe da irgendwie 22 Reihen grau gemacht und dann habe ich aber nochmal 3 Reihen in rot gemacht, glaube ich. Bevor ich dann mit der Ferse angefangen habe und genau wie bei den anderen bin ich hier auch, habe ich meinen Zwickel gemacht und dann habe ich noch 10 Runden oder so gestrickt und dann ab, was Neues. Wie gesagt, im Moment ist kaum was in der Tasche drin, nur in dem Fall habe ich die Tasche mal mitgebracht, weil die quasi ja zu diesem Projekt gehört. Und aber diese ganzen Sachen liegen bei mir im Moment auf dem Sofa drauf. Und dann
fiel mir auf einmal noch ein, da war doch noch diese Wolle, die du seit 100 Jahren gefühlt verstricken wolltest, weil du sie unbedingt mal ausprobieren wolltest. Und zwar ist das eine Base, da hatte ich mal eine kleine Menge im Shop, 10, 20 Stränge, glaube ich, die auch alle mittlerweile verkauft sind. Sorry, das war eine 90 Targi 10% Nylon Base. Und da hatte ich mir diese tolle Farbe beiseite gepackt, Speckles. Die Farbe heißt Shipwreck. Und ich hatte dann aber, also ich hatte mir das, wie gesagt, für mich wollte ich die stricken, wollte diese Wolle ausprobieren. Und dann hatte ich aber kurz vorher auch in so einer mintgrün-pastelligen Farbe ein paar Socken fertig gemacht und hatte dann, habe dann irgendwie doch gedacht, ach blöd, hättest du dir mal eine andere Farbe aufgehoben. Hatte dann nicht so wirklich die Lust drauf. Habe es aber doch behalten, weil ich nichts anderes mehr hatte. Also wie gesagt, alle anderen waren verkauft. Und jetzt habe ich damit angefangen, dann eben doch. Und oh, ich bin absolut verliebt in diese Socken. Weil das Stricken damit so viel Spaß macht mit diesen Speckles. Schaut mal. Wenn so jede Masche irgendwie spannend ist. Oh, das war so an dem Abend, als ich die angefangen habe. Ich wollte gar nicht mehr aufhören. Ich habe gedacht, naja, noch eine Runde. Oh, noch eine, noch eine, noch eine. Strickst noch, bis du diesen tollen roten Blobs verstrickt hast oder den braunen. So viel Spaß hat es gemacht. Jetzt werdet ihr sagen, was ist denn mit deinem armen Mann? Strickst du für den gar nichts? Doch, der kriegt auch ein paar Socken. Der mag ja eigentlich Dickerchen total gerne, also doppelt gestrickte, mit doppelt gehaltener Sockenwolle gestrickte Socken. Aber ich glaube, ich muss dem mal wieder ein paar normale Socken stricken. Wir haben ja so eine total schöne, romantische Liebesgeschichte, weil wir uns in unserer Jugend schon kennengelernt haben. Und damals habe ich ihm, bevor er wieder zurückgegangen ist nach Amerika, habe ich ihm ein paar Socken gestrickt. Völlig ungeeignete Wolle, Baumwollgarn, 100% Baumwolle. Was ich mir dabei gedacht habe, ich hatte keine Ahnung von Wolle, ne? Und als wir uns dann wieder getroffen haben, nach 13, 14, 15 Jahren, und er in der Zwischenzeit schon von Florida nach Alabama und nach Georgia und nach Ohio gezogen war, da hatte er aber trotzdem noch diese Socken, obwohl er der totale Minimalist ist und irgendwie nichts behält. Also wenn er zum Beispiel umzieht, dann lädt er es, umgezogen ist, hat er sein Auto vollgeladen und das war alles, was er mitgenommen hat. Aber immer die Socken, die ich ihm gemacht hatte, ungetragen. Also ich kann euch nichts darüber berichten, wie sich 100% Baumwollsocken letztendlich tragen. Ja, ist so schön. Aber ich habe ihm dann mal wieder ein paar Socken gestrickt gehabt, auch so sehr neutral, in richtiger Sockenwolle, grau. Und die hat er, Anthrazit, die hat er ewig nicht angezogen. Ewig, ewig, ewig. Bis letztes Jahr, da hat er die dann angefangen zu tragen, und aber auch immer nur daheim rum. Und dann habe ich ihm eben diese zwei Paar Dickerchen gemacht. Aber er hat immer noch kein Paar von meiner gefärbten Wolle. Und da habe ich mir jetzt, und ich zeige euch die jetzt mal, die ich wahrscheinlich für ihn verwenden werde. Ich muss mal gucken, muss mir das nochmal ins Licht halten, weil da ein bisschen Lila drin ist. Da, ich glaube, das wäre nicht so wirklich ganz sein Fall. Aber
Diese Wolle ist übrigens auch im Shop. Das ist meine Taos. Das ist 75% Corriedale und 25% Nylon. Ich liebe diese Wolle für Socken, weil das ist zwar, fasst sich gar nicht so weich an wie eine Baumwolle, aber ist einfach so richtig schön. Ja, ist eine Wolle, ne? Und die wird auch immer schöner mit dem Waschen, finde ich. Die wird noch weicher, interessanterweise, und auch so ein bisschen, kriegt so ein bisschen so ein Flausch. Was sagt man denn da? Sagt man das so? So ein Fuzz, ne? Ja. Naja, und dieser Tage hatte ich die gefärbt. Da habe ich ein bisschen Probleme gehabt, weil auf dieser Base kann man nicht ganz so gut speckeln. Und dann habe ich die gefärbt. Hat mir nicht gefallen, die erste Runde. Dann habe ich sie nochmal am nächsten Tag überfärbt. Und jetzt finde ich sie so richtig schön. Wie gesagt, da habe ich vier gemacht und die anderen drei sind im Shop jetzt gerade. Und diesen einen Strang werde ich mir hier behalten. Im Moment, wie gesagt, falls ihr neue Zuschauer seid, schön, dass ihr hier seid. Und im Moment habe ich so eine Sonderaktion laufen, in Anbetracht dessen, dass wir ja alle daheim sitzen oder zumindest die, die nicht draußen die Stellung halten irgendwo, habe ich alle meine Wolle reduziert auf 22 Dollar pro Strang. Und wenn ihr mehr als einen Strang bestellt, würde das Shipping normalerweise circa, Shipping ist wirklich, das frisst uns auf. Von Amerika nach Deutschland würde das über 12 Dollar kosten für einen Strang. Allerdings habe ich jetzt das gemacht, was ich euch schon lange mal versprochen hatte, und habe das Shipping reduziert, praktisch quasi auf die Hälfte, ein kleines bisschen weniger sogar. Und das heißt, ich kann es nicht anders machen. Ich krieg's nicht hin. Es wird nach Gewicht berechnet und ihr zahlt zuerst mal den vollen Preis, 24, 50, 70, wie auch immer. Und dann nee, 23,50. Und ihr kriegt dann aber 12 Dollar von mir zurückerstattet, sobald ich eure Wolle versandfertig mache. Und da haben jetzt einige von euch schon das genutzt und dafür danke ich euch. Vielen Dank. Ich habe, wie gesagt, also das Taos habe ich heute in den Shop gemacht und dann auch noch dieses Violett, wenn wir schon dabei sind. Dann mache ich jetzt mal Shop News bis zum Ende. Und zwar dieses schöne Lila heißt Purple Rain und zwar nicht wie der Film mit Prince, sondern Purple Rain wie das eben Rain wie die Regierung so. Und wird aber ja genauso ausgesprochen. Das ist wirklich ein super schönes Lila, was so ganz leichte Speckles hat, die man so auf die Ferne gar nicht sieht, die aber beim Stricken bestimmt super viel Spaß machen. Und das ist die Base, die ich gerade vor kurzem selbst erst verstrickt habe für ein Tuch. Die ist dafür wirklich total geeignet. Das ist ein Merino Nylon Blend, eher an der eher, also ein Light Fingering ist es nicht, aber es hat schon eine richtig gute Lauflänge von 465 Yard auf 100 Gramm. Also da kriegt man schon ordentlich was zustande. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass ich neulich ja mal das Tuch gemacht habe, wo ich so mit Slip Stitches von der Romy Hill. Ist einfach, das war ganz toll, weil es einfach dir eine schöne Definition deiner Maschen gibt. Das mag ich daran. Und vielleicht könnt ihr euch ja auch daran erinnern, dass ich aus dieser Wolle gerade das Shirt stricke, was ich euch jetzt schon ein paar Mal in die Kamera gehalten habe. Da stricke ich auch immer mal wieder so ein kleines Stückchen weiter. Ich glaube, hier war ich das letzte Mal. So, auch wieder so 5, 6 Zentimeter oder so. Und jetzt bin ich bald an dem Punkt, wo ich die Ärmel für die Ärmel dann die Maschen zunehme. Und dann
Das bleibt spannend. Ich habe schon so eine Idee, wie es weitergeht. Also schon ein bisschen interessanter, nicht einfach nur so, sondern ich verrate mal noch nichts. Mal sehen, ob ich das dann wirklich mache. Ja, das zu dem Schad, Wollschad, was übrigens dann mal den Namen Angel in the Desert, also Wüstenengel, bekommen soll. Oder Engel in der Wüste, wie auch immer. Dann habe ich natürlich weitergestrickt an meinem True Friend. Das ist der Pullover von Vera Valimaki. Den stricke ich mit 4 mm Nadeln aus zwei Wollen, die ich zusammenhalte. Habe ich schon viel von erzählt über diese nicht immer freudige Geschichte, wie es am Anfang war, aber mittlerweile bin ich völlig begeistert. So weit bin ich jetzt. Also ich bin mit dem ersten Strang. Ich habe zwei Stränge von diesem Braun. Das ist also der erste, der so gut wie am Ende ist. Und den halte ich zusammen mit einem Lace-Garn, was ich selbst in der passenden Farbe überfärbt habe. Ich habe auch wieder viel davon erzählt. Ich werde euch nicht mehr damit langweilen. Und meine zweite Farbe ist dieses schöne Blau, das ich auch mit einem Lace-Garn zusammenhalte. Auch wieder eine Farbe, die mal ursprünglich heller war und die ich mir überfärbt habe, so dass es ein bisschen dunkler ist und ein bisschen näher an dieser Ursprungsfarbe, die ich mir auf unserer Arizona-Reise im Fiber Creek Wollladen gekauft hatte. Und zwar ist es die Wolle von Mirasol Nuna. Das ist eine Mischung aus Wolle, Seide und Viskose. Also so richtig schön für so einen Schlabberpullover, der es ja mal werden wird. Das ist vorne ein bisschen tieferer Ausschnitt. Und sehen kann man da natürlich jetzt im Moment nicht wirklich was, weil man strickt in Runden vorne rum und in Runden, also und dann geht die Runde nach hinten außen rum und ja, so geht es immer rundherum. Und ja, das ist auch so ein Projekt, was langsam und stetig weiter wächst. Einfach deshalb, weil es so super fernsehtauglich ist und wirklich schön ist, dran zu stricken, wenn man nicht denken möchte, wie das bei mir ja oft dann abends der Fall ist, wenn es irgendwie so nach 8 Uhr ist. Ich habe übrigens, apropos nach 8 Uhr stricken, ihr habt vielleicht den Podcast von der Monika gesehen, davon habe ich euch ja letztes Mal schon erzählt, dass die Monika den Marvelous in Arbeit hat, das tolle Tuch von der Leslie Ann Robinson, was ich auch angefangen hatte. Monika hat ihr Tuch mittlerweile fertig und ich bin echt total begeistert. Das spornt natürlich total an, auch jetzt, was ich weitermache mit dem Brioche-Teil. Und ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht mehr in der Hand gehabt. Also ich habe noch nicht mit dem Brioche angefangen, weil ich mir gedacht habe, ich will dann, wenn ich damit anfange, möchte ich auch gerne dranbleiben, um diesen Brioche-Abschnitt fertig zu kriegen, zweifarbiges Brioche. Aber jetzt habe ich irgendwie, wahrscheinlich brauche ich einfach nur, dass die Monika jetzt zu mir sagt, hey Tag, meins ist fertig. Hopp, jetzt mal ein bisschen zackig, mach du jetzt auch mal deins fertig. Wer weiß. Mal gucken, wie das weitergeht. Ihr wisst ja, wie das immer so ist. Es bleibt spannend.
mein Projekt, was ich jetzt in den letzten Tagen völlig vorangetrieben habe, ist mein Early Bloomer Colorwork Pullover, also mit dem Fair Isle oder wie man es, wie nennt man das? Früher hat man das Norweger Muster, hat man ganz einfach gesagt früher. Ich habe meine Mutter gefragt. Und da habe ich mit so viel Liebe und Begeisterung jetzt dran weitergemacht. Und aber ich hatte gedacht, vielleicht kriege ich ihn bis zum nächsten Podcast noch untenrum fertig. Aber nee, ich zeige euch mal, wie der Stand der Dinge ist mit meiner Wolle. Ich stricke den ja mit Siawools Hemmes. Eine Non-Superwash-Wolle, davon hatte ich zwei Stränge. Und weil es mir dann zu dünn war und zu labberig war und die Maschenprobe nicht hinkam, habe ich mir dann ein passendes zweites Garn, aber in Fingering, gefärbt und habe das dann zusammengehalten. Ich habe dann die kleinste Größe gestrickt, mit dem Resultat, dass ich wahrscheinlich doch nicht ganz so klein hätte stricken müssen. Ich war ja jetzt so ein bisschen im Zweifel, wie das noch weitergeht, weil ich fand, es saß sehr eng über den Schultern. Aber ihr seht schon, das sieht schon gut aus, ne? Ich hatte mir die Maschen vom provisorischen Maschenanschlag hier oben aufgenommen, habe das Bündchen gemacht mit Twisted Rib und mit einem doppelt gehaltenen pinken Siawools Rest. Der sieht so aus jetzt, da habe ich also noch ein bisschen mehr. Aber das Bündchen wird auf jeden Fall hier oben nochmal aufgetrennt und dann genauso gestrickt wie an den Ärmeln. Vier Runden, normales eins rechts, eins links, vielleicht am Hals sogar nur drei, damit ich da ein bisschen Luft behalte. Dann eine Runde mit einfach gehaltenem Sportweight Garn und dann mit rechten Maschen abgekettet. Das sieht also jetzt perfekt aus. Ich danke euch auch für euren ganzen Tipps. Ihr habt mir richtig ordentlich ja, Tipps zugeschickt von iCord über nicht mit Twisted Rib und ich danke euch und so gefällt es mir jetzt auch. Schaut mal. Dadurch, dass man mit rechten Maschen, nur rechten Maschen hier abkettet, legt sich hier wie so ein, die, legen sich diese Maschen so schön flach hier aufs Bündchen drauf. Das gefällt mir super gut. Wenn ich dann den Hals hier nochmal neu mache, muss ich mal gucken, ob ich übrigens nicht sogar noch eine Runde hier von der hellen Farbe komplett wegnehmen kann. Wie gesagt, ich möchte mir gerne da ein bisschen Spielraum verschaffen, weil ich ja sowieso einen kurzärmeligen Pullover habe. Da will ich nicht hier so am Hals so was super warmes, dichtes haben. Ja, wie gesagt, also die Hemmes. Wenn das hier leer ist, dann höre ich mit dem Pulli auf. Also da muss ich mir halt dann so ein bisschen aufpassen, wie viele Runden habe ich noch, wie viel Material habe ich noch, dass ich gerade noch das Bündchen fertig kriege. Und auch von dem Pink habe ich noch genug, dass ich dann den gleichen Abschluss mache wie an den Ärmeln. Ich habe noch überlegt, ob ich das Gelb, was in der Passe ist, ob ich davon auch dann hier unten noch mal irgendwie so ein kleine Runde reinmache, aber das habe ich mich dagegen entschieden. So sieht es aus. Entschuldigung. Dieses war eine Wolle, die ich mal in Taos auf dem Wollfest gekauft hatte. Eine Mischung von Alpaka und Seide. Daraus hätte ich gerne einen Ganzkörperanzug. So warm und weich und kuschelig ist diese Wolle. Absolut toll. Ich muss mir echt noch was einfallen, weil ich hatte mir damals, sie hatten so einen Sale und hatten diese Wolle brutal reduziert. Da habe ich mir damals einiges von mitgenommen in verschiedensten Farben. Habe mir übrigens eine Mütze auch gestrickt und zwar den Graham Hat.
ist auch eine meiner Lieblingsmützen, die ich wirklich oft trage. Aber ich habe immer noch total viel davon und es ist einfach, wie gesagt, ich finde es so schön, weil es so kuschelig weich ist. Ja, ich bin echt, ich habe nie damit gerechnet, dass ich mal so ein Muster stricke. Der Pullover, habe ich euch noch gar nicht gesagt, das Muster heißt Early Bloomer von Heidi Kiermaier. Und ja, guck mal, wie weit ich schon bin. Also hier ist mein Hosenbündchen und jo, der wird, oh Gott, konntet ihr mich eben überhaupt hören? Ich habe das Mikro zugedeckt. Also der wird kurz und cropped, aber er ist wirklich, ja, ich glaube, die Länge ist gerade so okay. Ja, der wird vielleicht heute noch fertig. Ich freue mich tierisch. An meinem, ja, alles, was ich euch jetzt nicht zeige, habe ich auch nicht dran weitergemacht. Aber mich juckt es schon ganz lange in den Fingern, etwas wieder zu spinnen. Ihr wisst ja, wahrscheinlich sind alle, die besonders sich fürs Spinnen interessieren, wissen, dass Shanti Manu im Moment auch mehr Videos, würde ich mal gefühlt, rausbringt als sonst. Und das ist natürlich immer sehr inspirierend. Also auch sonst gucke ich einige Podcasts im Moment, von denen ich so viel Input bekomme, dass ich irgendwie auch viele Ideen habe. Ich habe einen großen Spinnwoll-Stash, hatte mir in Maryland auf dem Sheep and Wool Festival vor 2 Jahren, ja auch, hatte ich mich ordentlich eingedeckt und habe so wirklich, ich gucke so darüber, weil da ist so meine Spinnwollecke, da ist ja auch die Naturwolle, die mir meine liebe Freundin Doris mitgebracht hatte. Da ist Wolle, die ich neulich in einem D-Stash gekauft habe. Da ist auch die Wolle, die ich mir auf der letzten Mai bei Fiber Arts Fiesta gekauft habe. Und aber als ich gestern einen amerikanischen Podcast geguckt habe, da habe ich eine super tolle Idee gehabt. Aber ich wollte euch vorher noch mal eben ein paar Podcasts auflisten, wo ich gedacht habe, hey, wenn ihr mal gucken wollt und ihr kennt diese vielleicht nicht, das wäre doch vielleicht noch mal eine Idee. Die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, das sind alles, aber englische. Und ich habe jetzt auch nicht alle aufgeschrieben, die ich gucke, weil es gibt ja viele, die schon sehr bekannt sind, aber ich habe mir gedacht, oh, ich sage euch jetzt mal ein paar, die nicht so bekannt sind und die auch nicht so viele Views kriegen, so diese Underdogs nenne ich sie ja ganz gerne. Und zwar gibt es da, und ich schreibe die alle auf den Screen, Yarn Equals Joy, Avid Knits, My String of Pearls, Thread to Mend, A Historian Knits, und dann mein hiesiger Stoffladen. Wow, hier pfeffert jetzt gerade so der Wind rein. Ich hoffe, das stört nicht. Mein hiesiger Stoffladen, die Besitzerin ist eine gute Freundin von mir. Die machen jetzt gerade eine Serie von Tutorials zum Quilten. Das ist Hip Stitch. Und was ich gestern aber geguckt habe, ist Soulful Spinning. Eine Frau, die aus der Nähe von Chicago kommt und die wirklich also irre toll spinnt. Und als ich ihren Podcast geguckt habe und sie solche fetten Bälle in die Kamera gehalten habe, da fiel mir ein, Mensch, du hast ja noch Wolle von Maryland Sheep and Wool, die eben auch so verarbeitet ist, die du dir mal schnappen könntest. Und da habe ich dann
gleich mir mehr als das sogar rausgeholt. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Ich habe also, oh, das ist so geil, echt. Sorry fürs Gewaschel. Ein Bündel, das ist BFL. Ja, da will man doch so gleich ans Spinnrad, oder? Ich habe davon nochmal die gleiche Menge, allerdings so ein Hauch andere Färbung, aber überhaupt kein Problem. Es gehört auf jeden Fall zusammen. Davon habe ich also 2 x 8 Ounces. Und dann habe ich aber auch noch das hier. Und was ist das denn? Schönes. Schaut mal. Was? Sorry, raschel. Das war vom Barefoot All Wool, steht da nur dabei. Also keine Ahnung, was das für ein Schafswolle ist. Aber ich könnte mir vorstellen, sowas wie das wird sich auch ganz, ganz toll spinnen lassen. So wie ich es total liebe, einfach schnell im langen Auszug. Also so, ne? Long Backward Draw heißt es im Englischen. Ich habe dann aber noch was gefunden, was mich auch angelacht hat. Und davon muss ich euch mal mehr erzählen, wenn es dann soweit ist. Und zwar das hier. Ich mache das mal eben auf und hoffe, es ist nicht zu laut. Da steht drauf 4 Ounces. So. Jetzt kommt ein bisschen Spinngeschnatter. Wenn ihr euch das anguckt, und das habe ich wirklich auch, das ist schon 100 Jahre lang in meinem Stash. 4 Ounces, $7.50. Sowas kriegt man heutzutage nicht mehr für den Preis, meiner Meinung nach. Also zumindest wüsste ich nicht wo. Das habe ich also schon so richtig lange. Schaut mal. Oh, da werdet ihr sagen, toll, da sind ja schöne Farben drin. Ne? Das ist aber so ein typisches, eine typische Spinnphase, wenn ihr euch hinsetzt und anfangt, die, ich sag mal, traditionell zu verspinnen. Dann würdet ihr ja, ja hier ausziehen und das würde sich verzwirnen. Das sieht man jetzt natürlich nicht, aber das wird tendenziell ein helles Braun und die ganzen Farben, die hier drin sind, sind nicht konserviert. Und irgendwann mal, entweder, ich glaube, ich bin da sogar mal selbst drauf gekommen, hatte mal so einen Glühbirnenmoment. Das heißt, ich hatte dann damals nur eine kleine Menge versponnen und ich wundere mich, dass ich hier jetzt keine Probe mehr drin habe. Aber was ich mit so einem Kammzug mache, wo die Farben nebeneinander liegen, ist folgendes. Ich reiße, das müsste eigentlich, das ist jetzt alles halt schon sehr lange in meinem Stash, das ist so ein bisschen zusammen. Hängen die Fasern so zusammen, das ist aber nichts verfilzt oder irgendwas, nur einfach ein bisschen schwerer, als wenn es frischer Kammzug ist. Ne? Also, das heißt, ich tue da jetzt mal was abrupfen in der Länge, so ungefähr wie die Faserlänge ist. Und dann, und vielleicht schaffe ich das ja sogar, dass ich das hinten dran hänge. Ein Video an dieses Video. Und dann spinne ich, ich glaube, ihr sagt im Deutschen von der Falte. Also seit ich
Intensivspinne, lebe ich in Amerika und kenne deshalb die amerikanische Terminologie ziemlich gut, nicht die deutsche. Also es hat auch gedauert, bis ich das Wort Krammzug überhaupt kannte. Also ich glaube, man sagt, ich spinne es von der Falte. Das ist jetzt ein kleines bisschen länger, als eigentlich diese Fasern sind. Eine Faser ist ungefähr so lang, sage ich jetzt mal so. Ne? Das heißt, das nehme ich aber trotzdem jetzt dieses Ding hier so. Das heißt, ich lege mir das über den Finger und es gibt Menschen, die jetzt so direkt von weg spinnen. Ich mache es eigentlich meistens runter und lege mir das so locker zwischen meine Finger, also zwischen Daumen und Zeigefinger. Und dann zupfe ich mir so ein kleines bisschen was raus hier am Anfang und fange an, das so zu spinnen. Das geht also wirklich hervorragend, wenn du eine Faser hast, wo die einzelnen Fasern relativ lang ist. Long staple length, sagt man im Englischen. Da werdet ihr sagen, ja, was ist denn jetzt der Unterschied? Schaut mal, dadurch spinnt ihr, fangt ihr hier an und arbeitet euch nach und nach durch euer Bündel durch, bis ihr am Ende seid. Das heißt, ihr kriegt einen gelben Abschnitt, einen blauen, einen lila, einen weißen, einen pink und so weiter. Und was eben ganz besonders die Probleme machen würde, wenn ihr das anders spinnt, sind natürlich solche Bereiche wie das hier, das Grün und das Rot. Wenn sich das alles mit dem Lila und dem Gelb mischt, das ist das, was ein Braun macht, wenn die alle nebeneinander liegen. Also nebeneinander gesponnen werden, also mit einer normalen Technik, wo du dann, was weiß ich, dreimal rot, also wenn man sich das so jetzt als einzelne Faserchen vorstellt, drei rote, eine gelbe, eine weiße, drei lila, drei rosa Fasern direkt nebeneinander hast und die dann verzwirnt sind, das sieht braun aus. Auch wenn das Weiß das zu einem hellen Braun wird, macht. Aber es, also ich werde das nicht so verspinnen, gar nicht erst, damit ich nicht Masse an Wolle verliere, aber ich werde euch zum nächsten Mal zeigen, wie das versponnen aussieht, weil das einfach ein wunderschönes Garn ergeben wird. Was man auch dadurch, dass man es so spinnt, sehr schön fein spinnen kann, bin ich mir sicher. Ja, da wird es also bald mehr Neuigkeiten geben zum Spinnen und gestern so, als ich das Soulful Spinning, den Podcast geguckt habe und die Sarah heißt sie auch so, gesagt hat, Mensch, was interessiert euch denn, was wollt ihr sehen, wollt ihr mal mit mir meinen Stash angucken oder was? Da habe ich so gedacht, hey, alles was Spinnen, wo es ums Spinnen geht, ist eigentlich mega interessant und habe mir gedacht, ja, ich erzähle es euch jetzt einfach, ich mache einfach den Spinnabschnitt ans Ende, sodass die wirklich da überhaupt kein Interesse haben, einfach dann vorher ausschalten können und wenn sie es nicht interessiert. Aber ich denke, wir sind alle, wir lieben alle Wolle, wir lieben das, was drumherum damit zu tun hat und das Spinnen ist ja auch was vielleicht, wo viele von euch nochmal denken, hey, irgendwann will ich mal damit anfangen und möchte auch mal das Spinnen lernen und da ist es doch total toll. Ich spinne übrigens auf einem Lendrum-Spinnrad. Das ist ein kanadisches Spinnrad. Dieser Hersteller macht zwei Arten von Spinnrädern. Das eine ist mehr so ein Reiserad, was man auch zusammenklappen kann. Aber ich benutze eigentlich im Moment so gut wie immer mein großes Saxony-Style-Spinnrad, nennt man das, was ein sehr großes Schwungrad hat.
auf der einen Seite und der Flyer, also der Kopf, wo dann die Wolle reinläuft, der sitzt bei mir auf der linken Seite und damit kann ich also sehr schnell spinnen und das hat auch eine doppelte zwei Pedale. Gut, ihr Lieben, das war's für heute von mir. Wie gesagt, bleibt gesund, passt auf euch auf und habt Spaß mit den lieben Menschen um euch drum und mit eurem ganzen, mit den ganzen wolligen Sachen, mit denen ihr euch die hoffentlich im Moment die Zeit vertreibt. Und bis wir uns wiedersehen, dann so circa in einer Woche, strickt was Schönes. Tschüss!